Willkommen zurück zu Puzzle and Dragons Super Mario Bros. Edition. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum ich zurück nach Welt 1 gegangen bin. Die Antwort wissen bestimmt Leute, die alle bisherigen Parts von meinem Let's Play gesehen haben. Denn hier in Welt 1 gibt es ja da oben, seht ihr, einen Level, zu dem wir irgendwie nicht hinkommen. Eigentlich sieht das ja aus wie eine Sackgasse, aber es scheint ein Level zu sein. Ich habe mich schon das ganze Let's Play über gefragt, wie soll zu diesem Level hinkommen, denn in diesem Spiel kann es ja so etwas wie Secret Exits eigentlich gar nicht geben. Wirklich mysteriös. Nur dann hat mir ein Abonnent einen Hinweis gegeben, also nur eine Theorie von demjenigen Abonnenten, aber ich glaube, diese Theorie könnte sogar stimmen. Und zwar, dieser Abonnent hat in dem einen Part gesehen, dass es in diesem Level ja wieder so eine Weggabelung gab. Eine gelbe Röhre und den ganz normalen Weg. Aber, okay, falscher Knopf, ja, so ganz genau. Ihr seht doch mal, diese Röhre war ja gelb. Aber den Stern, den gibt es ja in diesem Level noch gar nicht. Ganz genau, aber ein Partner hat ja eine Attacke, mit dem man andere Sphären in Lichtsphären, also Sternsphären, umwandeln kann. Und damit kann man vielleicht zu dieser einen Röhre hinkommen. Also das ist die Theorie von dem Abonnenten, der das geschrieben hat. Und diese Theorie klingt für mich eigentlich glaubhaft. Und deshalb werden wir diese Theorie jetzt gleich mal überprüfen. Okidoki, gut. Die Mitstreiter, die das können, also in Lichtsphären umwandeln, das könnte nämlich wirklich Sinn ergeben. Okay, ich glaube, es ist erstmal der gelbe Koopa. Ganz genau, der verwandelt Feuersphären in Lichtsphären. Und aus Sicherheitsgründen nehme ich noch den Hammerbruder, ganz genau, der bringt mir ja nichts. Schatten gibt es ja da ja auch noch nicht. Okay, okay, wisst ihr was, ich nehme jetzt sicherheitshalber mehr rein, denn für den Fall, dass einer keine Attacke parat hat, dann haben die anderen noch welche. Okay, ich wollte jetzt eigentlich noch den Hammerbruder nehmen, aber naja, ihr habt es ja gerade gesehen, der kann das nicht. Okay, der okay, als Helfer nehmen wir vielleicht den gelben Zott. Okay, Schattensphären in Herzen? Nein, der Mario. Ich nehme einfach wieder den Eis-Mario, ganz genau. Okay, der okay, probieren wir mal aus, ob diese Theorie wirklich stimmt. Aber für mich klingt das ehrlich gesagt sogar wirklich glaubhaft. Und jetzt sind wir ja schon aufgemotzt. Das heißt, dieser Level dürfte eigentlich kein Problem für uns mehr sein. Okidoki, ganz genau, ganz, ganz viele Kombos. Ganz genau, jetzt sind wir ja schon overpowered. Das dürfte ein Kinderspiel sein. Okidoki. Gut, gut, gut. Ich hoffe allerdings, dass ich die Attacke hinkriege. Dass ich die Attacke bekomme. Boah, diese Level, die wirken jetzt so leicht. Ja, die Gegner machen auch sehr wenig Schaden. Das wirkt jetzt alles so einfach. Lustig. Okay, super duper Combo. Ganz genau. Okidoki. Okay, da ist jetzt die Röhre. Gut, dann muss ich jetzt, ne? Moment mal. Wieso habe ich den jetzt nicht hinbekommen? Ein Moment mal. Okay, ich habe jetzt herausbekommen, wie man diese Spezialattacken bekommt. Das wird mir später im Let's Play bestimmt auch noch nützlich werden. Und zwar, hier neben diesen Attacken steht ja immer eine Zahl. Ganz genau, ich habe jetzt einen Schnitt gemacht und den Level nochmal gespielt. Diese Zahl steht nämlich für die Runden, die man noch machen muss, bis diese Attacke freigeschaltet wird. Ich habe ja vorher einfach so durch den Level durchgestürmt, ohne ganz schnell ihn geschafft und das war leider der Fehler, ganz genau. Um diese Attacken zu bekommen, muss man nämlich sehr, sehr viele Runden machen, ganz genau. So viele Runden, wie hier steht. Aber, ihr seht ja, ich habe jetzt mein Team komplett anders zusammengestellt, und zwar mit dem blauen Tod. Man darf jetzt nicht einfach so die Sphären links und rechts schieben, sodass überhaupt keine Wirkung entsteht, sondern das wird nämlich nicht gewertet als eine Runde. Die werden nur Runden, wenn man
3 in eine Reihe gebracht habe. Also habe ich jetzt, ihr seht, die etwas anders zusammengestellt. Und zwar so, dass ich pro Runde nur ganz, ganz wenig Schaden mache. Jetzt habe ich immer das Feuer Sphären, weil es die hier ja nicht, weil ich ja keinen Feuerpartner habe. Und immer Pinguin und dem Feuerblumen Sphären zusammengefügt und auch Herzsphären, damit ich die Gegner möglichst langsam besiege und viele Runden rauszögere. Und voilà, jetzt habe ich die Spezialattacken und ich setze sie gleich mal ein. Na bitte, alles Feuersphären in Lichtsphären. Ganz genau. Und es funktioniert sogar in den Leveln, wo es sie noch gar nicht geben sollte. Okidoki, gut, dann wollen wir mal anfangen. So, bitte möglichst viele. Ja, habe ich eh schon längst geschafft. Na bitte, diese Theorie von meinem Abonnenten oder Abonnentin scheint zu funktionieren. Jetzt sind wir in einem Unterwasserbereich. Jedenfalls danke, sonst hätte ich das nie herausgefunden. Okidoki, so, ja, ganz gut. Nur blöd, dass ich jetzt die Partner nicht richtig gut eingestellt habe, aber naja, ich musste das halt irgendwie schaffen, denn, ja, dann hätte ich das jetzt, schnell besiegt, dann hätte ich es nicht geschafft. Okay, Tatsache, da steht ein Zweier in Blöcken geschrieben. Jetzt kommen wir scheinbar zu einem ganz anderen Boss, einem, okay, es sind Cheep-Cheeps, okidoki. Aber ich finde es eigentlich lustig, so in Leveln, wo man diese Sphären eigentlich gar nicht hinbekommen sollte, solche Pfade zu machen. Das ist mir beim ersten Mal durchspielen gar nicht aufgefallen. Okidoki, gut, gut, gut. Was machen wir jetzt Schönes? Okay, vielleicht so, ganz genau. Ja, jetzt habe ich halt, wie gesagt, die Partner etwas schwächer, sodass sie ganz wenig Schaden. Ich musste ja rauszögern, den Kampf. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt einfach nur so hin und her schiebt, sodass gar kein Damm nichts passiert, das zählt leider nicht. Habe ich versucht. Ach ja, Feuerblume geht ja jetzt leider nicht. Naja, wie gesagt, ich musste rauszögern. Aber dieser Boss scheint ja nicht wirklich schwer zu sein, ganz genau. Der ist ja recht leicht. Na bitte, gute Kombo, obwohl Feuerblumen bringt ja jetzt nicht viel. Ich habe ja gar keinen Feuerhelfer eingestellt. Na bitte, aber diese Theorie scheint aufzugeben. Es gibt tatsächlich Secret Exits. Jedenfalls danke an diesen Abonnent oder Abonnentin. Jedenfalls vielen, vielen Dank. Diese Taktik geht wirklich auf. Und jetzt bin ich mal gespannt, ganz genau, ich habe ja noch Gumba-Münze und Wasserblock bekommen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob es da wirklich jetzt zu dem Level nach oben geht. Denn das war ja eigentlich ziemlich fies. Okay, ein Cheep-Cheep. Ich glaube, das ist ein neuer Helfer. Ja, das mit der Szene da passiert ja immer, wenn ein neuer dazu kommt. Na bitte. Aber echt fies. In einer so eine Farbenröhre, wo es diese Farbe noch gar nicht gibt. Fies, fies, fies. Okay, und jetzt bin ich gespannt. Tatsache, diese Theorie, die stimmt. Boah, echt danke. Ich wäre zwar allein bestimmt auch drauf gekommen, aber viel, viel zu spät. Na bitte. Ja, den geheimen Level von Welt 3 und 1. Und in Welt 3 gibt es ja das bestimmt auch. Okay, ich bin schon ganz gespannt. Der legendäre Welt 1 5, aber jetzt muss ich mein Team nochmal etwas anders zusammenstellen. Okay, und zwar, ich nehme jetzt wieder den da und noch einen Feuerhelfer. Und zwar, obwohl Feuer nehme ich ja immer den, ich glaube, ich nehme, wo ist denn der? Genau, den aufgepowerten Käfer. Und als Helfer nehme ich dann einfach ein Feuer, ganz genau. Na bitte, der abgeschottete Level. Was wird uns wohl hier erwarten? Gehen wir es an. Ich bin schon ganz gespannt, was hier für Kreaturen auf uns warten. Und 1,5. Sieht ja eigentlich ganz normal aus. Wie so ein ganz normaler Graslevel. Ach, ich mag die Räder. Die sehen so schön in 3D aus. Okidoki. Gut, gut, gut. Na bitte, gute Kombo. Aber ich glaube, der Level hier wird nicht schwer. Den hätte man ja eigentlich schon ganz am Anfang spielen können. Nur ich habe halt auf Kommando nicht gecheckt, dass es, wie man den freischaltet. Jedenfalls danke, sonst hätte ich es wahrscheinlich erst ganz spät rausgefunden. Okay, na bitte. Der Level sieht zwar, naja, so richtig geheim wird der jetzt nicht. Ich habe es erwartet, dass der wieder voll schwer ist, aber ist ja Welt 1, also ist ja bestimmt auch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Aber tatsächlich, es gibt in diesem Spiel tatsächlich Secret Exits. Etwas, das ich nie im Leben vermutet hätte. Okay. Ups, so, Sternpower. Obwohl, Stern ist ja eigentlich nicht so gut. Ich habe davon ja nur einen einzigen. Okay, ja. Ganz, ganz schwache Gegner. Ich langweile mich vor diesen 0815 Gegner. Aber die sind jetzt wirklich, die wirken jetzt voll leicht.
Weil wir jetzt halt schon so overpowered sind. Gut. Volle Angriffsdröhnung! Ach, das wirkt jetzt echt so leicht. Aber die Räder in 3D im Hintergrund sehen immer noch schön aus. Diese Meinung ändert sich nicht von mir. Okidoki. Oh, ein gelber Krötus. Das ist jetzt neu. Okay, scheinbar kommen hier auch neue Gegner in diesen Geheimleveln vor. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. So, na bitte. Schöne Kombos. Boah, in letzter Zeit kenne ich mich mit den Kombos aber immer besser aus. Jetzt lerne ich auch immer mehr zum Spiel dazu. Okay, der hat jetzt nicht die Flucht ergriffen. Na bitte, den hätten wir jetzt besiegt. Okay, mal sehen, ob wir auch diesen Powerblock da öffnen können. Und das ist aber ein kurzer Level. Hätte ich jetzt mehr erwartet. Okay, Kombos erzielen. Dann so. So, komm bitte Kombos. Mist, Mist, Mist. Nee, den habe ich jetzt leider nicht öffnen können. Tja, aber der Level ist echt kurz. Ja, voll kurz. Naja. Okidoki, der Boss ist auch simpel. Aber was kommt jetzt eigentlich nach diesem Level? Oh mein Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich wollte das Superblatter nehmen. Naja, Mist. Die Supersphäre, meinte ich. Aber echt, die Hintergründe finde ich in Welt 1 immer noch am schönsten. Ja, der Speziallevel ist zwar jetzt nichts Besonderes, der Geheimlevel, aber habe ich jetzt noch nicht erwartet. Aber ich bin schon gespannt, was jetzt passiert, nachdem ich den beendet habe. Ist der einfach nur zum Spaß da? Der muss doch irgendwas bringen, der legendäre Welt 1.5. Okay, in Welt 3 gibt es ja auch wieder so einen. Und? Warte, passiert jetzt gar nichts? Tatsache, da passiert einfach nichts. Nichts passiert. Okay. Der Part ist jetzt aber etwas kurz. Okay, ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass der so kurz ist. Naja, dann wird das eben ein bisschen ein kürzerer Part, aber ich möchte jetzt nicht reinrennen. Ich sehe auch gerade, der Akku von meinem Tonaufnahmegerät lässt langsam nach. Ich würde vorschlagen, den Secret Exit in Welt 3... Den machen wir im nächsten Part. Jedenfalls danke an denjenigen, oder besser gesagt diejenige, die mir das gesagt hat mit dieser Theorie. Echt danke, sonst hätte ich den Welt 1.5 bestimmt erst ganz, ganz spät gefunden. Aber irgendwie bin ich jetzt enttäuscht von dem 1.5, da hätte ich mir jetzt mehr erwartet. Naja, was soll man tun? Naja, jedenfalls wenden wir dieses Prinzip auch im nächsten Part in Welt 3 an. Also, tschüss!